So müssen wir also nachfragen, wo sind denn nun tatsächlich die Untersuchungsergebnisse und warum werden die uns als Bürger nach wie vor unter Verschluss gehalten, geheim gehalten? Wollen wir 30 Jahre lang warten, dann lebe ich nicht mehr, bis wir wirklich hören, was da geschehen ist. So. Also die Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage der Linken erwähnt mehrfach, dass sie dazu keine Aussage trifft aus Geheimhaltungsgründen. Darf ich mal die Frage stellen, was ist denn an dem Funkverkehr eines zivilen Flugzeuges mit zivilen Einrichtungen der Flugleitung oder mit anderen Maschinen so geheim, dass wir als Wähler es nicht erfahren dürfen, was dort miteinander gesprochen wurde? Also das kann ich nur verstehen im Sinne der Verheimlichung oder der Manipulation der Öffentlichkeit. Ich habe jetzt eine Frage an den Flugkapitän. Sie haben erklärt, die Einschusslöcher sieht man von außen, wurde also geschossen. Aber wie erklären Sie sich die nach außen gebeugten Löcher? Ist das Flugzeug von zwei Seiten angegriffen worden? Ja, ich gehe davon aus, dass dieses Flugzeug von zwei Seiten geschossen worden ist. Ob das ein Flugzeug war oder zwei, halte ich dabei für vollkommen unwesentlich. Es ist auch unwesentlich, ob es eine Su-25 war, 27 oder irgendwas. Jedenfalls, ich gehe davon aus, dass dieses Flugzeug von zwei Seiten beschossen worden ist, und zwar in dem Ablauf in etwa, das kann ich jetzt nicht beweisen, aber das ist die höchste Wahrscheinlichkeit, die ich aufgrund meiner Erfahrung annehme. Dass dieses Flugzeug ist als erstes von hinten getroffen worden an einem Motor, und zwar von einer Luft-Luft-Rakete. Daraufhin war ein Motor zerstört, das haben die Herren im Cockpit nicht identifizieren können als das, was da passiert ist. Alles, was im Blickwinkel weiter als etwa so hinter einem liegt, kann man aus dem Cockpit nicht sehen. Das heißt, wenn ein Flugzeug von hinten kommt und das Flugzeug angreift, das Verkehrsflugzeug, dann ist das für die Cockpit-Crew nicht erkennbar. Die merken nur, da gibt es einen heftigen Stoß und dann kommt die Anzeige im Cockpit, die Feuerglocke, dieser Motor ist kaputt, der brennt, den müssen wir abstellen. Und dann sind die erstmal richtig gut beschäftigt. Sie müssen ihre Procedure fahren, sie müssen die Geschwindigkeit reduzieren, sie müssen höher aufgehen. Sie müssen als nächstes einen Notlandeplatz aufsuchen. Der Notlandeplatz, der sich da anbietet, einfach aus eigener Erfahrung auch, das ist der letzte größere Flughafen, den man überflogen hat. Und das wäre Kiew gewesen in diesem Fall. Das heißt, mit höchster Wahrscheinlichkeit hat diese Crew mit dem Flugzeug einen Sinkflug mit einer Linkskurve eingeleitet. Und jetzt muss man sich vorstellen, was wäre passiert, wenn dieses Flugzeug eine Notlandung gemacht hätte, in Kiew oder wo auch immer. Dann steht am Boden ein Flugzeug mit einem zerstörten Motor, an dem man sehr klar sehen kann, dass dieser Motor einen Beschuss hat. Und da stehen hunderte Journalisten rum und machen Fotos. Eine Katastrophe. Das muss verhindert werden. Und der Pilot, der diese Rakete abgefeuert hat, also wir wissen aus Erfahrung, damals noch aus den Palästinenserkriegen und was da nicht alles passiert ist, dass schon mehrfach solche Luftraketen auf Verkehrsflugzeuge abgeschossen worden sind, aber keine einzige hat das Flugzeug zum Absturz gebracht. Also besonders hell müssen die nicht gewesen sein, die diese Sucherjournalisten sind, die das gemacht haben. Aber das ist egal. Die mussten auf jeden Fall verhindern, dass dieses Flugzeug irgendwo anständig landet. Und dann haben sie sich entschieden, einen Beschuss vorzunehmen, und zwar direkt auf das Cockpit, auf die Piloten, damit dieses Flugzeug nicht mehr in einem Stück den Boden erreichen kann. Und nachdem das Flugzeug natürlich schon langsam war und selbst den ersten Beschuss mit toten Piloten, fällt dieses Flugzeug nicht aus dem Himmel wie ein Klavier, sondern es wird weiter aerodynamisch weiterfliegen in der Trimmung, in der Trimlage, in der es als letztes war. Das heißt, da sitzen vorne schon zwei Leichen drin oder drei, aber das Flugzeug fliegt immer noch. Und dann hat der Flieger, der den ersten Schuss gesetzt hat, jede Zeit der Welt, einmal rumzufliegen und von der anderen Seite nochmal einen Schuss zu setzen, was immer. Und ich gehe davon aus, dass dieses Cockpit von zwei Seiten geschossen worden ist, aus diesem Grund. Ich möchte dazu noch etwas ergänzen. Wenn es denn so ist, dass ein Flugzeug mit einer Bordkanone auf die MA-17 geschossen hat und
davon ausgehen, muss man ausgehen. Dann haben Bordkanonen von solchen Jagdbombern, um die es sich wahrscheinlich gehandelt hat, eine ganz bestimmte Art von Munition. Und zwar ist das eine Munition, die speziell dafür geschaffen wurde, um gepanzerte Ziele auf der Erde zu vernichten. Das ist die Aufgabe von Jagdbombern, gepanzerte Ziele, Schützenpanzer, waren Panzer zu bekämpfen. Und diese Munition hat eine verblüffende Wirkungsweise. Die durchschlägt die Panzerung oder schlägt auf und detoniert erst dann. Und wenn das bei der MH17 so war, dann sind diese Geschosse in den Rumpf eingedrungen und da drin detoniert. Und das erklärt die Austrittslöcher, die unregelmäßigen großen Austrittslöcher. Aus meiner Sicht eine Variante. Aber das kann man feststellen, wenn man solche Teile vernünftig mit wissenschaftlichen Methoden untersucht, weil nämlich da Abriebspuren von diesen Geschossen beim Eindringen wie beim Ausdringen feststellbar sind. Aber das alles steht hier nicht drin, hat vielleicht oder wahrscheinlich auch nicht stattgefunden. Denn der Beweis wäre dann eindeutig, dass mit Bordwaffen auf dieses Flugzeug geschossen wurde. So müssen wir also nachfragen, wo sind denn nun tatsächlich die Untersuchungsergebnisse und warum werden wir uns als Bürger nach wie vor unter Verschluss gehalten, geheim gehalten? Wollen wir 30 Jahre lang warten, dann gebe ich nicht mehr, bis wir wirklich hören, was da geschehen ist. So. Also die Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage der Linken erwähnt mehrfach, dass sie dazu keine Aussage trifft aus Geheimhaltungsgründen. Genau. Darf ich mal die Frage stellen, was ist denn an dem Funkverkehr eines zivilen Flugzeuges mit zivilen Einrichtungen der Flugleitung oder mit anderen Maschinen so geheim, dass wir als Wähler es nicht erfahren dürfen, was dort miteinander gesprochen wurde. Also das kann ich nur verstehen im Sinne der Verheimlichung oder der Manipulation der Öffentlichkeit. Wenn ich mir jetzt den Bericht ansehe, gibt es Zeiten, wann das Ereignis eingetreten ist. Wie werden Sie als Flugkapitän informiert vom Boden, von der Flugleitzentrale? Sie haben Ihren Kurs zu korrigieren, nach links, nach rechts abzuweichen, so und so weit, Höhe und so weiter. Sie müssen doch von unten beim Flug so einen Befehl, so einen Hinweis bekommen haben, den normalen Kurs zu verlassen. Und der normale Kurs wurde nach der Radaraufzeichnung verlassen. Das ist völlig unverdächtig. Dieser Fakt wird vollkommen überbewertet. Ein Flug wird geplant über bestimmte Flugwegpunkte. Das sind in der Regel Funkfeuer oder andere Fixpunkte. Und das ist die Planung. Die hat in der Regel mit der Realität nur ganz wenig zu tun. Auch die Planung der Flughöhe hat mit der Realität der Flugdurchführung dann sehr wenig zu tun. Da muss man die Situation vor Ort, wo man da ist, betrachten. Und man versucht natürlich, diese Flugwege, die weitgehend oftmals mit Kurven und Zickzack geplant werden, versucht man natürlich gerade wie möglich zu machen. Der ideale Weg ist der Großkreis. Und den versucht man sich als Pilot möglichst anzunähern. Das heißt also, dieses Flugzeug hat versucht abzukürzen und ist deswegen nach Norden abgewichen. Das ist also etwas völlig Unverdächtiges. Das Einzige, was ein bisschen seltsam erscheint, ist die Flughöhe. Denn eine höhere Flughöhe wäre möglich gewesen, ist aber bereits vor Einflug in den ukrainischen Luftraum, wurde dieses Flugzeug zum Sinkflug um 2000 Fuß früher tiefer veranlasst, was dann unter Umständen den Abschuss vereinfacht hat. Aber hier bewegen wir uns rein im Bereich der Spekulation bezüglich Flugweg und Flughöhe. Gibt es nichts Verdächtiges an diesem Flug der Malaysian Airlines. Das heißt, an dem Punkt, wo diese Kursänderung stattgefunden hat, müssen Sie nicht als Chef des Flugzeuges eine Antwort abgeben, warum Sie das gemacht haben? Sie können frei entscheiden. Das ist nicht so. Entscheiden tut immer der Kapitän. Aber er muss für diese Entscheidung eine Genehmigung sozusagen einholen. Und wenn die Flugsicherung sagt, sie soll jetzt dies oder jenes tun und ich stelle als Kapitän fest, geht gar nicht, dann mache ich das nicht.
Ich muss es aber wiederum der Bodenkontrolle mitteilen. Alles klar. Das ist dieser ganze Komplex über die Flugroute, der ist vollkommen nebensächlich, da ist nichts und nichts Verdächtiges. Aber in dem Moment, wo das passiert, wo Sie eine Rückmeldung geben müssen, ist das doch aufgezeichnet, dokumentiert und dort beginnt eigentlich der nachgewiesene Verkehr, der in diesem Protokoll dort steht, 13 Uhr, bum, 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 ist das passiert. Und der eigentliche Abschuss ist wesentlich später passiert, oder das Ereignis ist wesentlich später passiert. Wenn ich jetzt 900 Stundenkilometer, die ich ungefähr über den Daumen annehme, was sie fliegen, und dann den Punkt des Abschusses oder des Ereignisses nehme, ist eine enorme Zeit vergangen, über die in Ihrem Bericht nichts zu hören und zu sehen ist. Ja, das ist das, was mich stutzig macht. Das ist richtig. Das macht mich, dieser Fakt speziell, macht mich jetzt nicht stutzig, sondern es macht mich die Unterlassung des Berichts stutzig. Der Bericht dokumentiert hier ausschließlich den Funkverkehr zwischen der Bodenkontrolle und dieser malaysischen Maschine und behauptet, das wäre die Niederschrift vom Voice Recorder. Diese Niederschrift ist 14 Minuten lang. Ich kann mir als Kapitän nicht vorstellen, dass in diesen 14 Minuten in dem Cockpit nichts gesprochen worden ist. Kein anderer Funkverkehr von anderen Maschinen über das Cockpit Voice Panel gelaufen ist, etc. Das heißt also, diese Niederschrift lügt nicht, aber sie gibt uns, ich würde mal sagen, maximal 10% von dem wieder, was sich auf diesem Voice Recorder mit Sicherheit befindet. Und hier sieht man wieder immer diese Unterlassung. Und da sind wir jetzt wieder praktisch bei dem Thema, auf das wir hinüberleiten wollen, nämlich die Medienberichterstattung, die eine unglaubliche Anzahl von Unterlassungen hat, die verschiedene Aussagen von verschiedenen Seiten vollkommen unterschiedlich bewertet. Wenn von der einen Seite etwas gesagt wird, dann wird das immer mit einem Konjunktiv berichtet. Wenn von der anderen Seite etwas gesagt wird, dann wird es immer als Fakt berichtet. Und jetzt können wir bitte, Hubert, mach hier weiter an dieser Stelle, weil das ist nämlich genau das Thema. Wir haben hier Unterlassungen, keine Lügen. Nein, es ist keine Lüge drin. Genauso eben, wie es auch keine Lüge ist, dass dieses Flugzeug von einer russischen Waffe abgeschossen wurde. Selbstverständlich war es eine. Alles keine Lügen. Aber man muss nicht lügen, um nicht die Wahrheit zu sagen.